vorgestellte 126er. Der Herr hat den Schlüssel. Ja. Das ist das allerletzte Auto, was hier gebaut wurde von dieser Baureihe. Das ist die Benchmark. Und das war jetzt gerade unsere Intention war eben, dass Sie jetzt quasi der Vater der besten des besten Autos der Welt sind, wie es Daimler nennt. Und das ist quasi die Benchmark. Und Sie treffen jetzt auf die Benchmark. Und dass man das vielleicht mal so ein bisschen reflektiert, jetzt das neue Auto ist jetzt da, der war ja vor 25 Jahren das gleiche wie die neue. Das ist für mich eines der schönsten S-Klasse-Autos, die wir gebaut haben. Aber der etwas leichtfüßig ist, nicht so massiv daherkommt wie der 140. Ich sag mal dazu, was mich auch da immer fasziniert hat, BMW hat damals auch ein geiles Gegenprodukt gehabt. Wir schieben uns ja gegenseitig eigentlich schon, treiben uns gegenseitig an, schieben uns vorwärts. Mhm. Der 7er, der zu der Zeit auf dem Markt war, das war für mich einer der schönsten 7er auf dem Markt. Und das ist für mich so eine der schönsten S-Klassen, die ich kenne. Mhm. Also den habe ich immer mit Achtung beobachtet, und wenn ich den auf der Straße sehe, da freue ich mich. Es gibt andere Modelle von uns, die nehme ich wahr, die sind mir relativ egal. Aber der strahlt. Das ist, da sage ich mal, als Daimler, da bin ich stolz drauf auf das alte Produkt, das ist toll. Ja. Und da muss man einmal wieder reingucken. Man muss ja dazu sagen übrigens, dass die S-Klasse hier war ja eigentlich schon alt, als dieser besagte 7er. Sie meinen ja diesen ersten richtigen 7er, der gegen die Esther angekommen ist. Ja, ja. Ne? Und der war gut. Das war ein leichtfüßiger 7er. Ich weiß gar nicht, wie der intern heißt. Den fährt ein Nachbar von mir noch. Da sage ich immer, Mensch, wollen Sie sich nochmal ein neues Auto kaufen? Sagt er, das ist das Design, was mich fasziniert. Da die BMW-Kunden, die den hatten, die fahren den lange, und den siehst du auch als Oldtimer. Ne? Ja. So ein W140 sieht man selten als Oldtimer, da gibt es ein paar, die lieben den, die sind aber relativ selten. Das sind Leute, die groß sind, die da plötzlich Platz haben nach oben. Ja. Das war beim 140, war das für viele sehr bedeutsam. Ja, ja. Leipzig mal einen kennengelernt, der sagte, ihr müsst so die Autos bauen, die 140. Ja, ja. Aber jetzt guckt ihr den ja hier an. Da muss ich aber auch mal gerade ein Foto von machen, dass der Vater der neuen S-Klasse im alten sitzt. Guck mal, das Gestühl hier. Ja. Der ist doch weich. Das ist aber Stahlfederung. Da wird das. Ja, können, ja. Sie noch mal, können Sie noch mal hier reinlächeln, bitte? Na klar. Moment, da wird das, Moment, was er heute im Fahrwerk wegfedern, wird hier im Sitz weggefedert. Ja, das ist sehr. Ja, der hat ja leider. Oh. Sie wissen, was Sie da gestartet haben, ne? 3887 Kilometer. Eigentlich viel zu viel. Aber Sie wissen, was Sie gerade gestartet haben hier, ne? Das ist das letzte produzierte Fahrzeug dieser Baureihe. Das ist gut. Ist gut, wird er hier auf dem Lastwagen hergebracht oder wird er gefahren? Wird er auf dem LKW hierher gebracht oder wird er gefahren? Die LKW. Kommen alle im geschlossenen Transport. Aber jetzt guckt euch mal an, was für feingliedrig hier die Instrumententafel gemacht wurde. Feingliedrig natürlich nach heutigen viel zu großer Durchmesser. Lenkrad, aber griffig ist es, ne? Vierspeichenlenkrad. Ja, die Lenkrad. Unglaublich klare Instrumentierung. Ja. Das war hier ein. Das war die Benchmark. Das war eine klasse S-Klasse. Und hier, was wir heute auch gerne machen, so Strukturen da reinbringen. Ne? Mhm. Da ist es. Hier in Stoff, hier Sitz in Stoff, hält heute keiner mehr aus, weil es einem zu warm ist, weil man schwitzt. Hey, das ist ja sogar das hochwertige Velour. Ne? Ja, das ist ja. Velour. Klar. Genauso teuer wie dem Veleda. Wollen wir da putzen? Das ist der Staub von 1991. Hey, wir machen das Ding auf. Da. Hey, geile Karre. Das Auto finde ich gut. Das wäre ein Oldtimer für mich. Als erster Mann, das wäre mein Oldtimer. Ja. 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 Das ist doch ideal. Sind wir genau richtig für Sie als 5,6? Da können wir Sie auch gerne beraten beim Kauf. Ja, ja, die perfekten Ansprechpartner. Ihr seid doch Fachleute, ne? Genau. Ja, ja, das wäre doch mal was. Ja. Guck mal, die Kopfstütze damals. Nee, das ist... Ja, hoch runter. Ja. Guck mal, die kommt hoch genug für mich. Da ist er. Aber nicht nach vorne, ne? Nee, das geht nur runter. Müssen Sie mit der Hand kippen. Keine Kavalierstaste. Guck mal, der Spiegel machst du mechanisch. Ja. Aber wenn man ehrlich ist, reicht, ne? Doppel-Memory. Der rechte ist elektrisch. Ah, SR hat er auch schon, ne? 8 Zylinder ist das, ne? Ja, 5 Liter, 5,5, 6 Liter. Der aufgebohrte 500er, deshalb läuft er auch, man sagt immer, wie ein Sack Nüsse im Leerlauf, aber der hier wahrscheinlich nicht. Nee, hör ich mal rein. Der hat so diese und das schüttelt er auch in den Sitz rein. Der Sitz dämpft den Taktik weg, ich merke es im Boden. Ja. Also man hier spürst du, da ist ein schwerer Motor drin. Würde ich heute in der S-Klasse sagen, hey, das muss noch weg. Nee, im Leerlauf, der Kunde will heute im Leerlauf nichts hören. Ne? Jetzt merkt man hier am Türholm, das ist der 560er. Ah, er saugt Luft. Ja. Da hörst du. Oh, ich freue mich, sagt er. Endlich darf ich mal. Ja, ja. Nee, ist gut. Schieße ich da runter? Nee, bloß nicht. Da ist die Rampe.
Ah ja? Hey, klasse! Das freut mich mal, wieder in so einem Auto zu sitzen. Ja, von dem sind fast 900.000 Stück verkauft worden, allerdings über 12 Jahre fast. Das geht nur vor und zurück leider. Ah, okay. Das gab es damals noch nicht, hoch runter. Und der ist ja nur so lange produziert worden, weil der 140er noch nicht fertig war. Es gibt ja die Saga, dass 1989 der 140er auf der IAA stehen sollte. Aber irgendeiner damals in der Entwicklungsabteilung hat den Wagen auf die gleiche Bereifung gestellt, nämlich 15 Zoll, für dieses massive Fahrzeug. Und da gab es wohl eine Abnahmefahrt, wie jetzt gerade in den USA. Und dann hat der Werner Niefer damals gesagt, der Wagen wäre unfahrbar für Kunden, weil der so seitenleigend... Der 140? Ja, der Testwagen. Okay. Und dann hat das war man 1987, ne? Ja, 88, glaube ich. 89 sollte er rauskommen. Und dann hat man nämlich ganz schnell den Wagen umkonstruiert auf 16 Zoll Bereifung statt 15 Zoll. Was ja 1990, 91 schon ziemlich große Bereifung war. Und da sieht man auch die Testfahrzeuge, dass die erst die kleine Bereifung haben mit den bekannten Felgen und dann größere Radkästen bekommen haben. Der 140 war schon ein echter Jumbo, hatte in der Markteinführung so ein paar besondere Probleme, dass er nicht auf den Zug nach Sylt ging, dass er die Zuladung nicht hatte. Autowaschanlage. Aber das Auto, das war ein Auto, das ist der Chef der Firma XYZ zum Werk gekommen und der brauchte nichts zeigen, nichts, das Gatter ging hoch. Er hat es von Weitem erkannt. Das war dann beim Nachfolger so, dass es hieß, der muss sich wieder ausweisen, dass er drin sitzt, dass das Gatter wieder hochgeht. Ja, ja. 140 wusste von Weitem, da ist der Chef. Ja, aber in dem hier ja auch. Nee, der ist hier, der hat die Luxusklasse verkörpert, er ist aber leichtfüßig, er wirkt dynamisch. Das ist ein geniales Design, finde ich, das für die Zeit sowieso. Also das ist ein Auto, da sage ich mal, da haben wir, wie lange ist das her, 25 Jahre? 79 kam die Karosse raus und 79, der hier 85. Also vor 34 28. Jahren kam der. Ja. So, jetzt überleg dir mal, was der hier an Design hat, was der... Heute noch verkörpert. Was der heute noch verkörpert, ja. Das ist eine S-Klasse vom Weiten, das siehst du, ohne dass der wuchtig, protzig, überheblich wirkt. Das ist ein, guck dir mal hier das Armatur. Ja, aber das weiß ist nicht, doch, was das gerade ist. Schaumstoff sein. Mit Folien. Ist das Schaumstoff? Das Folie. Folien. Das ist klasse gemacht damals, gibt's gar nichts. Ja, das war ja gerade, deswegen sage ich ja, das war die Benchmark. Danach, wenn man sich jetzt das Auto hier anschaut, und schaut sich dann einen 220er an, da rennt man ja weg. Und das ist das Tolle bei Ihrem Auto, beim 222. Dass man da jetzt eben wieder ein Stück weit hier hingekommen ist, finde ich. Ich glaube, der 222 so hat die Gene, so ein Auto hier abzulösen, nicht abzulösen, aber würdevoll zu. Das wird ein würdevolles Auto, den wird man lange auf der Straße gerne sehen. Den 140 haben viele nicht vermisst, als er in Asien verschwand auf den Märkten. Den 222 werden wir vermissen und das ist auch ein Auto, den siehst du heute noch gerne und sagst sympathisch, wer den fährt, der hat einen Sympathie-Bonus. Ne? Das hast du in einigen Autos bei uns nicht so ausgeprägt. Ja. Der hat das hier. Das stimmt. Ist gut. Ja. Hey, klasse, das freut mich. Ja, wir wünschen das dem 222 natürlich auch. Das kriegt er, das kriegt den verkaufen wir jetzt erstmal ordentlich und dann... Dann passt das auch mit dem Oldtimer für das Hobby, oder? Für den 222 gibt's dann ja noch ein richtiges Coupé. Ja, da von dem gab es ja auch wenn ich das mal bringen darf, das Coupé. Ja. Noch ein Dreivierteljahr, dann machen wir Coupé. Wir stellen ich mal euch, das Coupé wird eine heiße Kiste. Ja. Das wird eine heiße Kiste. Das glaube ich. Guck mal hier, da ist die Feder. Ja, die haben wir heute im Fahrwerk, die Feder. Aber die Kopffreiheit. Das ist amerikanisch. Hier sitzt es amerikanisch. Die Amis lieben das ja. Aber die Kopffreiheit richtig. Ist halt hier hinten, das merkt man jetzt schon. Ne? Aber Dieter Zetsche könnt ihr nicht drin sitzen. Ja. Aber werde ich ihm mal sagen. Das ist noch richtig Schwermaschinenbau, ne? Ja. Da machen wir heute ein feines, filigrades Element. Da hast du auch hier Mühe gehabt, die Asche wieder rauszukriegen, wenn er voll war. Muss ich mal gucken, wie das überhaupt ging. Dem kann man so nach unten und dann kann man den leeren. Sie wissen das. Ja, ich fahre ja so ein Auto. Ja. Aber wussten Sie, dass es in diesem ganzen Auto keinen einzigen Zigarettenanzünder gibt? Doch, da. Das sind Zigarren. Steht in der Betriebsanleitung Zigarrenanzünder. Na gut, aber kriegst du mal einen Zigarrenanzünder oder Zigaretten. Was wir natürlich wissen mussten, mir fällt jetzt auf, wenn ich in so einem Auto sitze, wie schmal die Türen sind. Ja. In Summe alles schmal. Der wird ja im Crash alles, was es heute gibt, bei weitem verfehlen. Ja. Dachfalltest. Definitiv. Obwohl, da gibt es nie. Dachfalltest hat er. Hat er bestanden. Ja, klar, damals. Aber schiebt den mal heute in diesen Seitenaufprall, Crash etc. Ja. Nee, da biegt er sich durch. Hätte hier keine Chance, wenn ich hier reingucke und überlege mir, was wir heute für steife Karossen bauen müssen, damit wir sinnvollerweise auch bauen, damit wir die ganzen Zertifizierungsgeschichten durchkriegen. Ja. Top und Umblick. Ne?
Hier siehst du den Stern, volles Rohr, ne? Der guckt ja fast doppelt so hoch. Heute schneidest du einen Teil ab, guckst zur Seite, guckst nach hinten, hier siehst du alles. Panorama. Ist natürlich ein CW-Wert, weiß nicht, wo der hier liegt. 0,36. Ja, guck, das hätte ich sogar gewusst. Ja, so, hätten Sie mal gesagt. Heute sind wir bei 0,23. Ja, ja, Wahnsinn. Jetzt, Wahnsinn. Das überlege ich dir mal, wo wir da runtergelaufen sind. Wahnsinn. Und genauso wie wir jetzt sagen, Mensch, war das damals eine klasse Karre, da bin ich sicher, dass der zu 22, in 30, 40 Jahren wird man das genauso sagen. Da wirst du das moderne Auto sehen und wirst sagen, boah, was haben wir da heute alles? Mehr an Sicherheit drin, weniger an Verbrauch. Was hat er hier für einen CO2-Wert? Wahrscheinlich als 5 Liter damals. Ja gut. Der verbraucht so 15 bis 17 Liter. Ja, ja. Wahrscheinlich. Und heute 400. Bauen wir die Autos mit 4 Komma Litern. Ja. Ne? Der also hat wahrscheinlich 400 Gramm. Hast. Und der ist nicht langsamer als der hier. Die grünen Sakko-Bretter sind das, ja. Die wurden ja hier in der Baureihe praktisch eingeführt. Die es ja beim 190er dann gab. Und die haben ja erstmals diese prallsicheren Stoßfänger gehabt hier. Er hat allerdings noch die amerikanischen Stoßfänger hinten, die hässlichen. Ja, ja, die gab es noch. Die waren nicht schön, die mussten sie damals machen. Oh. Habe ich einen Schlüssel vorne drin. Da liegt wahrscheinlich eine Leiche aus Sindelfingern drin oder so. Noch nie geöffnet. Oh ja. Hat er Velour? Nee, das ist diese neuere Variante Nadelfilz ab 90. Ja. 505 Liter Kofferraumvolumen hat er. Oh ja. 505? Ja. Da haben wir heute 530, guck an. Ja. Ja. 530 im Ecktyp, 510 bei elektrischen Sitzen. Und im Prinzip ist es auch klimatisiert, weil wir haben ja eine Luftführung hier durch diese Zwangsentlüftung seitlich raus. Also im Prinzip ist der Kofferraum ja auch mit klimatisiert. Man sieht halt auch, wie wenig, sage ich mal, Crash-Sicherheit hinten gewesen ist. Da sind unten zwei U-Träger, ein Querträger und das war's. Fertig, ja. Mehr ist da nicht. Heutige Anforderungen wird er bei weitem verletzen. Da waren die Schlüsselchen da drin. Aber sattes Geräusch, ne? Wie es früher mal hieß, da ist es. Sagen Sie mal, was ist denn da dran, dass es wirklich jemanden gibt bei Daimler, der in der Endfertigung, ich weiß ob das heute noch so ist, diese Türen auf und zuschlägt? Gab es das wirklich mal? Ist das so eine Urban Legend, dass es einen am Band gab, der geguckt hat, ob das Ding richtig klingt? Ob das am Band gemacht wird, weiß ich nicht, kann ich gar nicht sagen. Aber dass wir selbstverständlich Autos laufend prüfen, ne? ob die so zuschlagen, wie wir es wollen, das ist nämlich nicht einfach. Das sind die Gummiprofile, das ist der Rohbau, das ist der Rohbautür. Wenn das nicht exakt zueinander passt, dann wirfst du die Tür zu und dann klappert sie, dann musst du zuhauen oder du haust zu und es hört sich nicht so an, wie du haben willst. Ja. Jetzt haben wir ja viel Zuziehhilfe. Ja, das ist ja das, was früher Tresor hieß. Ja. Ne? Ja. Aber ich glaube, da sind wir heute nicht schlechter. Aber der hier gerade, den würde ich heute in der Qualitätskontrolle sagen, der ist nicht in Ordnung. Das reicht nicht. Der muss schneller rein. Ja, der muss drin sein. So geht das nicht. Heute nicht. Da würde ich sagen, der ist nicht richtig eingestellt. Nacharbeit. Komm, bring in Ordnung. Das müssen wir bei dem alten Meister am Band sagen. Ne? Ja. Ja, gut. Jetzt müssen wir das Herz aber noch sehen. Ja, ne? Machen wir den Motorhaube auf. Ja, der M117 E56. Das ist mein Motor. Ich habe ja dieses Auto in Nautikblau Metallic. Das ist ja, wie gesagt, die Benchmark. Hier stehen ja noch die Kontrollnummerchen überall drauf, weil der halt eigentlich nie gelaufen ist. Dass man sowas mal sehen kann, ist auch schon, also das sehen wir auch zum allerersten Mal. Nee, was jetzt siehst, das ist Maschinenbau, ne, gezeigt. Ja. Was machen wir heute? Keine Verblendung. Design, ne? Alles zu, dass möglichst der Kunde kein Kabel nicht sieht. Hier sag mal, wenn die sauber verlegst, gut, hier kann man darüber streiten, ob das jetzt schön ist oder nicht. Ich als Ingenieur sehe gern die Technik. Ne? Also für mich ist das völlig in Ordnung. Mhm. Guck mal, hier, zack, Behälter angeschraubt, fertig. Noch die alte Visco-Kupplung, gibt es alles gar nicht mehr. Heute ist das alles elektrisch. Das ist übrigens fast voll, weil wir haben hier eine Standheizung. Aber was er nicht hat, ist die hydropneumatische Federung. Ja. Die wäre jetzt da. Aber niveauig. Also niveauvoll ist das Fahrzeug. Alles. Voll ab. Das war ja auch der erste V8 mit Voll-Alu-Bauweise. Die gab es ja, die Motoren kamen ja, glaube ich, Ende der 60er raus und wurden dann für den 126er Ende der 70er umgebaut. Da wurde ja in der Türkei extra ein Bau gebaut für Alu-Motoren, ne? Ein Werk. Gut, das ist, ich sage das wieder als Ingenieur, mir gefällt das, alles zu sehen, was die Technik ausmacht. Natürlich haben wir auch schon mal zu Hause gesagt, oder im Haus gesagt, am besten zuschweißen die Motorhaube, dass kein Kunde da drunter fasst, nur die Werkstatt da dran geht. So Diskussionen gibt es dann auch, da musst du nur überlegen, wie du den Wischwasserbehälter nachfüllst. Hier siehst du alles, was den Antrieb ausmacht. Aber ich finde es gut. Warum versteckt man das, wenn man Angst hat, der Kunde macht einen Bedienfehler oder
Oder also ästhetische Gründe? Ästhetische Gründe. Irgendwann fing das an, dass man sagt, hier den Motor hebst du hervor. Nee, 129er. Aber solche Kabel, ich glaube, mit dem 129er ist solche Kabel hängen da so nicht rum. Das fing dann an. Jetzt die 222 haben wir relativ komplett verkleidet. Das ist einfach von der Ästhetik her. Ich sag mal, das sind ja nicht hauptsächlich Ingenieure, die Autos fahren und Spaß haben, wenn sie Technik sehen. Ja. Man könnte sowas auch mit viel Aufwand, könnte man es ästhetisch von den Leitungen und allen natürlich sehr viel schicker, appetitlicher aussehend gestalten. Das ist mit Sicherheit teurer, als wenn du sagst, du machst Abdeckhauben drauf. Ja, aber wie Sie schon sagen, das ist schon so ein bisschen Mechanik, sieht man. Denn die Technik, wofür ich mein Geld hingelegt habe, sehe ich. Gar keine Frage. Die neue Estas hat auch einen tollen Motorraum. Ich persönlich finde es auch schöner, wenn ich das hier so alles, allein das Gold, die goldenen Schräubchen überall. Das ist richtig, ja. Das schwere Technik für 1000 Jahre. Da ist noch viel Handarbeit drin, das siehst du. Das kannst du vieles, kannst von dem, was du siehst, hundertprozentig nicht maschinell sowas machen. Das ist von den Monteuren dann hier im Motorraum so montiert worden. Das siehst du, das kann nicht anders sein hier. Heute versuchst du natürlich möglichst viel maschinell zu machen, hat auch natürlich, wenn du es maschinell machst, hast du eine hohe Sicherheit, dass kein Bedienfehler, Monteur, Montagefehler stattfindet. Gut. Hey, also, top. Jetzt mal zuknallen lassen. Das ist ein Sound. Ja, so und das jetzt im Autohaus, so genau dann halt das ganze Autohaus. Senkrechter Grill, natürlich alles andere als perfekt für die Aerodynamik, aber der hat Status, guck dir den mal an. Der ist nicht zu protzig. Ein schickes Auto, komm, das ist ein schicker Wagen. Das war schon eine unserer schönsten, wenn nicht die schönste S-Klasse. Er hat es nur als Klassiker ein bisschen schwer, weil er noch immer so modern wird. Jetzt wird ja kein Mensch sagen, dass der jetzt 34 Jahre alt ist. Ja. Aber ich merke schon, ich glaube, wir können hier mal wieder ein 5,6-Kärtchen zücken. Und die Kaufberatung gibt es ja bei uns. Zum Download. Ja. Genau, und dann hoffe ich mal, dass eventuell der Erfinder der neuen S-Klasse vielleicht sich auch bald nochmal ein Sonntagsauto kauft. Na ja, gut, dann muss man mit dem Chef sprechen, ein bisschen mehr Gehalt und dann stelle ich mir den... Der neue wird ja ein Erfolg und dann gibt es ja sicher eine kleine Prämie. Das ist bei uns so nicht. Und warten wir mal ab. Ich bin überzeugt, dass es ein Erfolg wird, aber das müssen wir jetzt nachweisen. Doch. Der Anfang ist überragend gut. Der ist doch gemacht. 25.000, glaube ich, Vorbestellungen mittlerweile. Ja, es läuft gut. Ja. Jetzt müssen wir gucken, was China und USA und Japan. Wann ist sagen. Darf man das schon sagen? September. Okay. Im September. Genau Datum, ich habe es gerade nicht im Kopf. Aber das ist im September, geht es da drüben los. Die Autos sind alle schon verschifft. Die Autos werden drüben startklar gemacht. China ist wichtig, dass das kommt. USA ist wichtig. USA kommt bis jetzt nur positives Signal bei uns an. Also, das war ganz Toronto ist. Überragend von den ersten Ergebnissen. Jetzt warten wir auf die Tests. Die Tests müssen wir bestehen. Da wird er dann inhaltlich geprüft, dass er da auch, der 222 zeigt, dass er da hält, was er verspricht. Ich freue mich auf den Dieselmotor, wenn wir den zeigen, den 14er Diesel. Nicht der typische Motor für das Auto. Ja, aber hier was haben wir gebraucht in Toronto? 4,4, ne? 4,5. Wir sind ja auch mit Klimaanlage voller. 4,5. Ja. Und wir hatten volle Bäuche. Wir hatten alle volle, zwei hatte deutlich mehr Gewicht als heute. Ja, aber es sind Presseleute mit 3,5 Liter, die rumgefahren. Ohne Klima. Ohne Klima. Also ganz es waren auch welche dann, kommt ja jetzt Klimaanlage, 40 Grad aus der Luft, 30 Grad, 20 Grad aus der Luft. Gut. Aber vielleicht hat er auch fast die 4 Liter, die 4 vorne sind mit dem Auto sicher zu fahren. Und das für eine S-Klasse, das ist schon spitze. Und der ist ja vor allem mit der Technik, die es heute gibt. Wir haben das ja mal verglichen, den S250 mit dem, also 221 S250 mit dem. Hat eigentlich uns, die vergleichbaren Fahrleistungen wie der. Und das ist der größte, der dickste. Ja. Und der 250er vom Vorgänger 221 wurde ja gefahren am Motor und Sport mit... Mit 5,2 Liter. Und das war Vorgänger. Eine Schlagzeile, Sensation. Ja. Nach Paris. Das war die Fahrt nach Paris. Kann sein, das war so ein Testbericht. So, und jetzt kommt der hier mit dem Hybrid, der ist natürlich nochmal deutlich besser. Dann bringen wir den 12-Zylinder, das wird mit Sicherheit gut. Für die Leute, die 12-Zylinder noch gern fahren. Also der hat jetzt den großen, habe ich der Rose erzählt, ja. Ich fahre auch mit 12-Zylinder. Wenn ich ehrlich bin, ich fahre lieber den 8-Zylinder. Der ist für mich dynamischer. Der bollert auch schöner. Der bollert schöner. Der Ton. Ja, ihr werdet es im Coupé erleben, der bollert dann wirklich. Ja, vorher gibt es ja erstmal das schöne Video, was wir mit Ihnen machen konnten, mit dem Hybrid. Das ist ja noch in der Pipeline. Ja, gut. Weil der Wagen ja eh erst nächstes Jahr kommt, haben wir da noch ein bisschen Zeit uns gelassen. Ja, einig. Und also kann man hier dann nachträglich den Link einbauen in das Video. Ja, aber sehr gut. Gut, das ist ja auch eine Geschichte der andere da, der 6,9er. Das war damals auch für Rover. Ja. Aber mehr die 6,9, dann 7 Liter, 6,9 Liter da drin.
Das war das damals Auto, so das auffälligste mit auf der Straße. Wenn Sie das Auto starten, dann dreht sich die Erde. Und dann starten wir. Haben wir einen Schlüssel? Haben wir Schlüssel für den anderen? Dürfen Sie den auch rausrücken? Ja, natürlich. Dann dreht sich die Erde. Danke, Sie haben es verloren da. Vorsicht. Das ist der. Irgendwas. Guck mal hier. Ach, guck mal hier. Ja. Ey, was ist das dann? Ja, das war mal ein S-Klasse-Schlüssel. Ah, nein. Hat es nie bei uns gegeben. Wenn Sie Glück hatten, dann sind danke. Noch einen roten Punkt drauf. Ja, was macht man damit? Da kann man nichts drücken. Doch, es gibt ja noch den gehobenen Schlüssel mit dem roten Gefahrenpunkt. Was machen wir damit? EDW. Wenn ich den verliere, geht die Welt unter. Oh, das ist natürlich hart. Ja. Du hast also Angst, den da reinzutun. Aber ZV gut. Geräuschlos. Warte. Oh. Unterdruck. Hydraulisch. Unterdruck. Das merkst du ja gleich. Elektrisch. Aber eigentlich will ich hören, wenn er aufgeht. Dauert ja ein paar aber Sekunden. Aber top. Und hier, aus den massiven. Das sind Türen. Ja, und dann geht es auch hinten zu. Pass mal auf. Der geht auch hinten zu. Das hörst du schon. Das merkst du schon, weil die relativ schwer ist für die. Ah. Ja. Der ist in Ordnung, der Wanduppgänger nicht. Okay, ja. Nachstellen, ne? Hier im Museum in Ordnung bringen die Tür. Hinten rechts, ja, verschiebt mal. Ja, der ist halt natürlich noch enger. Guck mal hier, ne? Wieder. Hier. Ja, aber da kommen sie auch gar weiter. Nicht rein. Ja, ja. Oh, der riecht auch, da riechen die 70er Jahre. Oh ja. Das ist die Beduftungsanlage von 1972. Ja, von 1976. Der ist halt ein paar Jahre alt. Darf ich den anmachen? Oder explodiert er? Die Erde dreht sich. Guck mal, da geht die Lüftung an, bevor ich überhaupt... Ja, die Erde dreht sich. So, pass auf. Achtung. Jetzt, ruhig. Der Wagen hat sich bewegt. Bam, bam, bam. Guck, der sagt Hallo Hermann. Ah ja, der kennt mich. So gefällt mir das. Ja, aber das ist Holzbrettchen hier. Über Frühstückstisch. Ja. Oh, der hört sich klasse an. Der hört sich gut an. Das gefällt mir. Den Hot Rod. Das ist ein richtiges Herrenfahrzeug. Ja, aber hörst ja auch, wie er gerade schlürft. Guck mal, das ist schön. Direkt der Motor richtig in den Lager. 6,9 Liter Grauguss. Der Block wiegt über 300 Kilo, der Motor. Das ist schon was. Aber Radio haben sie nicht gehabt, ne? Kein Geld. Nee, das ist der Wagen vom Chef, der wollte nie Radio. Aber jetzt? Nee, weiß ich nicht. Man muss S-Leuchten an. Das hat irgendjemand mal ausgeholt. Schade, da müsste eigentlich so ein altes Bäckerradio rein. Wie Bäcker ist damals schon? Ja, doch mit Sicherheit als Standard. Ja, genau, Bäcker Mexiko. Nee, dem Motor brauchen wir doch keine Musik. Das ist doch die Musik. Darf ich das kurz sagen? Ja. Da kann man das Radio, ich gerade bei den Standsitzungen. Das hat den Defekt. Ah. Ich habe leider noch nicht zurückgewiesen. Ah. 8276 Kilometer. Ah, den nehme ich auch. Wobei, das ist schwer mehr für den Auto, den Wagen. Aber hier die 6,9. Der wirkt, allein weil der 6,9 draußen hat. Guck dir das mal hier an, den Chrom. Ja, das war ja von diesen, kennen Sie die ESF-Fahrzeuge, ja, diese Sicherheitsfahrzeuge. Und das ist ja aus diesen ESF-Fahrzeugen, das war der erste Wagen eigentlich der Welt. Hier mit dicken, fetten Schaumstoffpolstern zur Insassensicherheit. Aber hier will man wieder sagen, der Braunton von da nach da, der ist nicht 100%. Es gibt aber auch Leute, die sagen, in der neuen S-Klasse ist hier die Naht nicht in Ordnung. Haben Sie ja auch kennengelernt. Habe ich eingehört, aber das sind Leute, da muss man schon sagen. Also. Das hat mit Sicherheit richtig Geld gekostet. Das ist ein Materialkonzept, das ist teuer. Ja, das ist Handarbeit, das wird mit Handarbeit eingelegt. Auch dieser Chromstab hier, das ist wahrscheinlich Vollmaterial. Das ist keine Kunststoffapplikation. Nee. Ja, das war das erste beste Auto der Welt. Das war, glaube ich, das Auto, wo es zum ersten Mal... Das war, glaube ich, wirklich das allererste Auto, wo jemals gesagt wurde von der Fachpresse, das ist das beste Auto der Welt, der 6,9. Guck mal hin. Das ist sowas, das ist jetzt altersmäßig bedingt, ne? Aber der fährt ja kaum, wahrscheinlich wird der mehr auf zugeschlagen als sonst was. Das ist sowas, da gucken wir dann heute natürlich laufend hin, ne? Und sagen, hey, ja, Alter, als Ingenieur guckst du, ey, nimm das nicht in den Film rein, das ist ein altes Auto, das soll auch in Ordnung sein. Aber da müsst ihr wahrscheinlich bald mal was nachmachen.
Ja gut, jetzt haben wir vielleicht noch die Chance, dass wir sogar... Oh, mit Notlauf-Gummipuffer. Dann hat er ja die, ja klar, er hat ja die HPF. Der hat ja immer hydropneumatisches Fahrwerk gehabt, der 6.9er. Der hat eigentlich die Magic Body Control der 70er Jahre. Diese Teile, weil der hat eine HPF, ne? Hydropneumatisches Fahrwerk hat keine, der Wagen trägt sich selber. Da steht im Handbuch drin, wenn das Fahrzeug einen Defekt hat, muss die Werkstatt diese Gummibrocken zwischen Achse und Karosserie reinklemmen, damit der Wagen notlauffähig fahrbar ist, rollbar. Weil der sagt sonst komplett an. Notlauf-Gummipuffer. Da lerne ich was aus unserem eigenen Haus. Hier, 126er Teilnummer. Was? So ein Klotz. So weit ab, dass er nicht mehr bewegbar ist. Wahnsinn, ich habe nie gesehen, der Teil. Guck mal hier, Schwermaschinenbau. Mit Feder. Das ist natürlich. Ja, aber das ist Qualität, ne? Schon, das ist unverwüstlich. Ja. So was kriegst du nicht kaputt. Das ist ja alles hier Alublech alloxiert. Hoffentlich macht die Spaltmaße ging heute nicht mehr durch, aber das ist klar. Ja. Da so präzise konnten wir es damals wahrscheinlich nicht machen. Guck dir mal das hier an, wie man das hier auf extra noch hochgezogen hat. Weiß nicht, ob das Aerodynamik-Sachen sind oder Wasser. Wahrscheinlich Spritzwasser. Das war der erste Wagen der Welt, der die schmutzfreien Seitenscheiben hatte. Hier wird das Regenwasser ja quasi abgeleitet, dass es hier keine Tropfen gibt. Ja. Das finde ich am besten. Ich weiß, pass auf, habt ihr gerade den anderen Schlüssel da? Ich weiß, wie ich mit dem Schlüssel hier, mit dem neuen Schlüssel, zum ersten Mal mit dem Auto in der Werkstatt am Tegernsee kam. Ne? Und hatte ihr ein Problem, ein Auto, was noch nicht da war, eine E-Klasse, glaube ich, die damals den Schlüssel kriegte. Und hab dann gesagt, hört mal Leute, ich habe da ein elektrisches Problem, könnt ihr mal nachgucken, zeig ich den Schlüssel. Da guckt der Meister den Schlüssel an, ey, guck mal her, der hat schon den neuen Schlüssel. Boah, da haben sie alle gestaunt über den neuen Schlüssel. Bis da war ja das doofe Ding hier. Und das war mal der Schlüssel, der ist der Schlüssel vom ehemals besten Auto der Welt. Ja. Und die Batterie geht immer noch. Die Batterie geht immer noch. Mit Wegfahrsperre, alles. Das ist das Gute. Die brauchst du ganz, ganz selten wechseln. Ja. Das ist gut. Das war ja damals highly sophisticated. Das letzte vom letzten. Ja. Heute sagen wir, hopp, ja, easy going. Das werden wir in 30, 40 Jahren über unseren heutigen 222 sagen, schätze ich. Mal sehen, ob ich das mal erlebe, die übernächste S-Klasse-Generation, was ich dann sag. Das wäre ja theoretisch in roundabout 15, 16 Jahren. 15 Jahre. Also ja. Werden wir uns dann wiedersehen, würde ich sagen. Ja. Wir bauen ja schon, wir sind ja schon... Am 223? Am 223 dran, klar. Okay, aber nur Lastenheft. Ja klar, nichts echtes, aber ja. Wir gucken uns schon Maßkonzepte an. Wir überlegen uns schon Designideen, also das solange die ersten er, Sachen kommen. Solange ja. er einen Stern auf der Haube weiterhin behalten wird. Das ist wird, wichtig. Das ist ganz wichtig. Gordon Wagner hat es uns versprochen. Als Peilwerkzeug. Ja, ich habe noch nie gehört, dass eine S-Klasse das nicht mehr so hat. Man weiß es nie. Das würde mich erschrecken. Ja, uns Coupé auch. Coupé wird es natürlich nicht da haben, aber als Statussymbol, guck dir mal, wie der Stern da thront. Ja, der hat sogar einen eigenen Sockel. Das ist richtiges Zielfernrohr. Ja. Der hat ja hier damals noch einen eigenen, richtigen Sockel gehabt und ist auch aus einem vollen, massiven, ist wahrscheinlich gar nicht mehr zulassungsfähig heute, ne? Oder auch diese Doppelstoßstangen. Ja, 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 ist gut. Schickes Auto, aber der rechte, das ist mehrmalig. Ja, das ist auch super. Da haben wir einen 560er-Kunden gerade kreiert, ja. Quasi. Ist doch ja. Super. Sie sind einer von uns. Ja, willkommen. Ja, tolles Ding, tolles Ding.